So, hallo, hier ist wieder Michael Albers mit einem SketchUp-Tutorial. Ich hatte ja schon ein SketchUp-Tutorial für die Grundlagen gemacht und hier will ich jetzt noch ein paar weitere Tricks zeigen. Als erstes zum Beispiel mal, wie man so eine runde Kirchturmspitze macht. Dazu nehme ich mir entweder dieses Kreiswerkzeug oder dieses Vieleckwerkzeug. Ich zeige das mal an dem Vieleckwerkzeug. Hier gebe ich jetzt die Anzahl der Seiten hier unten ein. Ich nehme mal 8 Seiten, nehme die 8, drücke Enter und ziehe jetzt mit dem Vielecht-Werkzeug hier so ein Vieleck auf. Ne? So ein Achteck in dem Falle. So, jetzt nehme ich den Bleistift und ziehe einmal von der Ecke nach da, dann nach oben. Und dann wieder hier auf die Ecke mir so ein Dreieck auf. Und so, das Dreieck vergrößere ich jetzt noch ein bisschen, indem ich nochmal hier vertikal eine Linie aufziehe und dann wieder bis hier oben hingehe. Und die Linie lösche ich mir mal. Jetzt nehme ich mir mit den Bleistift und male mir damit jetzt die Form meines Kirchturms. Dabei muss ich natürlich darauf achten, dass ich immer alles schön auf der Fläche male und nicht aus Versehen auf die rote Achse gehe. Also nicht nach hier male, sondern immer auf der Fläche bleibe. Und so meinetwegen. Dann nehme ich mir noch dieses Bogenwerkzeug und ziehe mir hier noch so ein paar Bögen auf. Auch da muss man natürlich darauf achten, dass man auf der Fläche bleibt. So. Soweit, so gut. Das soll genügen. Die Linien, die ich nicht brauche, radiere ich mir mal wieder weg. So, jetzt habe ich hier diese Form, die dann so rund um meine Kirchturmspitze oder was auch immer das werden soll, gehen soll. Dann nehme ich dann hier dieses Follow-Me-Werkzeug, das ist das hier. Klicke damit auf die Fläche und gehe dann einmal außen entlang der Kante. So, bis dahin. Und fertig ist meine Kirchturmspitze. Na, so einfach ist das. Also kann man sich jede beliebige runde oder vieleckige Form auf die Art und Weise erstellen. So, weit so gut. Jetzt nehme ich mal diese Kirchturmspitze oder überhaupt diese Spitze. Klicke sie dreimal an, dann ist sie komplett ausgewählt. Warte mal, ich habe aber jetzt, glaube ich, viermal geklickt. So, jetzt ist sie komplett ausgewählt. Jetzt schiebe ich sie mit gedrückter Pfeiltaste nach oben etwas höher. So, jetzt steht sie hoch. So, jetzt ist sie hier unten irgendwie nicht zu. Aber ich glaube, wenn ich hier eine Linie ziehe, dann kapiert er, dass das zu sein soll. Und siehe da, macht er auch. So, jetzt ist das da geschlossen, ne? Jetzt nehme ich dieses Werkzeug, das heißt Versatzwerkzeug, und ziehe mir das hier so ein bisschen kleiner. Und dann nehme ich das Verschiebenwerkzeug und mache mir hier so eine Säule nach unten. Schiebe ich mir mal bis hier unten auf den Grund. Jetzt hätte ich hier so ein kleines Türmchen. So, dieses kleine Türmchen würde ich mir jetzt normalerweise als Komponente erstellen. Jetzt würde ich mir dann Bilder da drauf ziehen, irgendwelche Steintexturen oder so weiter, um das als Komponente zu erstellen, um dann weitere Säulen daraus zu erzeugen. Ja.
Ich mache das auch mal eben. Ich sage hier Komponente erstellen. So, jetzt ist das eine Komponente, ne? So. So, diese Säule will ich jetzt so rund anordnen, ja, dass sie in so einem Halbkreis hier steht. Dazu nehme ich das Drehen-Werkzeug. Setze das hier irgendwo, das soll der Mittelpunkt sein. Um diesen Mittelpunkt sollte ich das drehen. Jetzt drehe ich das Ganze einmal, aber ich drücke auch einmal noch eben die Steuerungstaste, damit ich ein Duplikat drehe. Und jetzt sage ich, ich will noch 10 weitere Säulen haben in dem Halbkreis. Jetzt sage ich 10, also ich drücke die 10 auf der Tastatur, drücke dann die Slash-Taste bei der 7 und dann die Enter-Taste. Und dann sehe ich, also sind da noch 10 weitere Säulen. Jetzt sind mir das aber zu wenige, also ich habe mich vertan. Also mache ich das einfach nochmal. Ich sage jetzt 16, Slash, Enter. Und dann macht er mir stattdessen 16 Säulen im Halbkreis. Ne? Und jetzt sieht man schön, wie diese Säulen hier im Halbkreis aufgereiht sind. Da das eine Komponente ist, ne, müsste ich jetzt nur eine Komponente ändern und alle anderen Komponenten würden sich mit ändern. Ich klicke dann doppelt auf diese Komponente. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt gehe ich mal hier unten an den Rand. Moment. Wenn ich das Scrollrad drücke und halte dabei die Shift-Taste gedrückt, dann habe ich auch so eine Verschieben-Funktion. So, und jetzt ziehe ich mir... Nee, das war jetzt falsch. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier versetzen, so. Klicke mal hier drauf, so. Versetze das so. Jetzt habe ich den Boden so ein bisschen versetzt, nach außen gezogen. Nehme ich das Verschieben-Werkzeug, ziehe das so ein bisschen hier hoch. Na, damit ich hier so einen Sockel bekomme. Jetzt klicke ich wieder doppelt auf eine leere Stelle. Und jetzt müssten eigentlich alle Komponenten hier so einen Sockel haben. Ich habe nur jetzt das Gefühl, dass SketchUp gerade abstürzt. Nee, doch nicht. Ne? Aber jetzt sieht man, ne? Jetzt haben wir alle Komponenten. Also alle Instanzen dieser Komponenten, könnte man sagen, ne, sind jetzt mit verändert worden, weil es eben eine Komponente ist. Gut, das soll erstmal genügen. Im nächsten Tutorial zeige ich dann noch so ein paar Tricks mit Häusern. Macht's gut, tschüss, euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.